Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Splatoon 3 Side Order, dem DLC. In der letzten Folge haben wir ganz gut gespielt und haben angefangen, den Stamper zu nutzen. Interessanterweise sind die Farben auf der Palette, die wir haben, nicht ganz die, die ich erwartet hatte. Es sind sehr viele Unterstützungsdinger. Damit kann ich aber leben. Und wir machen einfach weiter mit den Unterstützungsdingern. Mein Ziel wäre es, ein paar von den Unterstützungsdingern vielleicht fertig zu kriegen, so. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Den Automaten überspringen wir. Wir holen uns direkt Unterstützung. Ach, das ist das Ding. Die Viecher sind krass schnell. Oh, fuck. Ich hasse es, wenn ich runterfalle. Danke fürs Aufhalten. Ich hätte mich hier fast blamiert. Nett, dass ihr mich aufgehalten habt. Das hat mir ein bisschen geholfen. So. Mehr Stoßwirkung. Nein. Absolut nicht. Richtige Farbe, aber nichts, was ich haben wollte. Okay. Gut. Machen wir den. Machen wir den. So nach und nach wird unser Stamper stärker. Turm. Ach, das ist ein Turmlevel. Okay. Turmlevel sind cool, wenn du Crab hast. Oh nein! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh oh. Aber soll mir egal sein. Gut. So, das müsste mehr Tinte geben, wenn ich direkt reinschlage. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Also Stamper ist echt nicht meine Waffe. Ich bin nicht gut mit dem Ding, aber es ist okay. Was man gewinnt, gewinnt man. Da beschwere ich mich nicht. Wir haben erneut Stoßwirkung bekommen, was auch nicht schlecht ist. Nice. Nice, damit sollte ich Stoßwirkung damit auch abgeschlossen haben. Sehr, sehr schön. Jetzt kann ich mich um andere kümmern. Jetzt habe ich richtig Stoßwirkung. Jetzt baller ich alles weg, was in meine Nähe kommt. Das gefällt mir sehr. Besiege die fliegenden Feinde. Interessanterweise ist die Stoßwirkung nicht so stark, wie ich das erwartet hatte.
das war gar nicht der letzte. Ah. Nicht überrennen lassen. Oh Gott, das Ding painted scheiße. Jawohl, einfach draufballern. Crab Tank, mal wieder komplett OP. Sehr schön, so muss das. Hey, ich habe Stoßwirkung abgeschlossen. Hab ich nicht. Ich muss ihn noch einmal sammeln. Ah. Warte mal. Na gut, wenn ich ihn noch einmal sammeln muss. Hab ich Lauftempo schon mal? Nee. Wenn ich Lauftempo noch nicht hab, dann neu würfeln. Ach Mann, Pech gehabt. Ich hatte auf noch einmal Stoßwirkung gehofft. Ich will wirklich zumindest ein Ding möchte ich pro Dings hier fertig kriegen. Dass dieses Grinden der Chips, dass das nicht zu lange dauert. Kann nichts kaufen, oder? Doch, kann ich. Parkrecht-Hieb-Tempo. Oh Gott, das ist ein Splatana-Exclusive. Ja, bitter. Wenn ich jetzt Pech habe, kriege ich schlechte Chips und muss einen machen. Das wäre doof. Das ist alles nicht schön. Ja gut, hilft alles nichts. Dann darf Perla jetzt auch mal mitspielen. Schön. Dann darf sie jetzt auch mal mitspielen. Okay. Bring die Kugeln ins Ziel. Schöner. Dang, Alter, ist das Upgrade krass. Perla, was tust du? Perla ist fucking dumm. Okay. Ist trotzdem gewonnen. Einfach nochmal die Gegner gekillt für extra Punkte. Schön. Außerdem 15 Perlen erhalten, das ist auch gut. Mann, was man kriegt. Ahato, waren die anderen sauer, als ich die Octoling-Welt verlassen habe? Sauer trifft es nicht ganz, eher erschrocken. Keiner hätte erwartet, dass eine Elite-Soldatin einfach so verschwindet. Ha, das ist so typisch für Marina, sie verschwindet immer. Ich meine, was sie sich in den Kopf setzt, das gilt und keiner steht ihr im Weg. Mir war nicht klar, was das für Folgen hat. Das tut mir so leid, euch einfach zu verlassen zu haben. Keine Entschuldigung nötig. Immerhin, naja, waren wir vielleicht die Bösen? Ist schon okay. Mir hat das nicht so viel aufgemacht. Wer sich über Marina beschwert, dem verpasse ich einen Haarschnitt beim Propeller. Alte Freundschaft, hin oder her. Danke, Perla. Du bist so cool. Fuck, ich kann nicht neu würfeln. Zickzack-Etage. Sollte mir das Angst machen? Wir versuchen es. Die werden jetzt aber beide eingesetzt. Ich check das manchmal nicht. Ah, okay. Beschütze die Zone. Find's klasse, wie ausgerechnet die Zone das einzige ist, was nicht gefärbt ist. Mit einer Fizzy färben? Gute ist, ist ein One-Shot. Die anderen sind mir egal.
Ist egal. So mit dem Splatanner der Reichweite sind Zonenlevel halt total easy, weil du die Viecher, die färben können, einfach aus 5 Kilometern Entfernung wegballern kannst. Das ist halt das Schöne, deswegen ist dieser Chip ganz gut. Das ist alles wertlos. Und alle Sachen, die ich nicht haben will. Ja, Mann! Jetzala! Jetzala! Den Chip machen wir fertig. Dann haben wir auf jeden Fall einen geschafft. Sehr schön. Zack. Maximale Stoßwirkung. Meine Gegner fliegen. Meine Gegner fliegen weg. Ah, das ist das Ding. Okay, damit kann ich leben. Das erste Mal, dass dieser Level Piss einfach ist. Den komme ich nicht mehr ran. Das ist literally das leichteste Level, das ich jemals gesehen habe. Das war ja so piss einfach, Alter. Oh nein. Explosionsstoßwirkung. Ich könnte nochmal ein Reset versuchen. Ich bin bei sonst keinem wirklich dran so. Das ist ein bisschen blöd. Nein, ich kann schon das hier versuchen. Oder ich gehe auf Glückskombo. Das habe ich zumindest schon einmal. Na komm, wir gehen auf Glückskombo Maximum. Versuchen wir jetzt das Ding. Wir versuchen wirklich so weit wie möglich abzugraden. Auch wenn es tatsächlich schwierig werden könnte, noch eine zweite Palette hochzugranden. Da darf man echt nicht auf Automaten gehen, so gefühlt. Alter! Der Stoß ist ja echt brutal, Alter. Einfach Crab verwenden. Die war cool. Die war cool. Das hat schön funktioniert. Und wir haben mal Glückskombos, das ist auch schön. Standard-Attack, der ist sogar auf Maximum schon. Achso, weil man die nur einmal haben kann. Ich sehe halt den Mehrwert nicht davon jetzt mit diesen Dingern. Eine Reichweite Hauptwaffe ist cool. Ich habe 900, ich kann zweimal würfeln. Ich würfel jetzt nochmal in der Hoffnung, dass da irgendein cooles Ding dabei ist. Das ist wertlos. Ah, schade, Mann. Na gut, hilft alles nichts. Dann aktivieren wir mal den Chip. Den habe ich halt noch nie gehabt. Jetzt ist er zumindest in meinem Logbuch enthalten. Das ist ganz cool. Bin so lustig, dass ich einfach wegballern kann. Beide von der Stage.
Die Zones-Level sind mit dem Bild ja ultra einfach. Das sind ja echt geschenkte Level. Das sind ja echt wirklich geschenkte Level. Okay, jetzt haben wir noch einen Boss vor uns. Nach 16 Minuten, es geht schneller. Könnte hartig werden auf der nächsten Etage. Passt auf euch auf, okay? Ja, ihr habt Ahato gehört. Geht bloß kein Risiko ein. Ihr zwei macht euch so viele Gedanken. Habt ihr gesehen, wie der dominiert hat im letzten Game? Nummer 8 kann alles. Na gut. Machen wir noch schnell. Das dauert hoffentlich auch nicht so lange. Den Stamper durchzukriegen wäre auf jeden Fall schon mal big. Das würde ich nehmen. Ich habe leider nur ein Ding auf Maximum gekriegt. Aber ich habe noch ein Drittel. Hey, Kugelkoloss. Das ist das allererste Mal, dass wir nicht das Kanon spielen müssen. Auf den dürfte der direkt Dings Damage dürfte nicht wirken auf den. Ne, auf den wirkt das nicht. Das Dumme ist halt, dass es sehr schwer ist für mich, mit dem Stamper irgendwas zu treffen. Fuck, Alter. Nervig. Fehlende Paint ist echt nervig. Das ist ärgerlich! Ja gut, solange keine Gegner hier sind, ist mir das erstmal egal. Du bist auch noch da, gut zu wissen. Holy, sind das viele Gegner. Das ist ärgerlich. Okay, das reicht. Jetzt gibt's auf die Fresse. Du musst erstmal weg. Entschuldigung. Nein. Oh mein Gott, das war nervig. Der Boss ist schwer. Da wäre das Kanon wahrscheinlich sogar besser gewesen. Aber egal.
Es hat noch funktioniert. Nervig war doch trotzdem. Und mit Stamper, den kann ich halt nicht. Aber gut. Die ganzen schlimmen Bosse sind damit ja alle geschafft. Und das doch auch schon. Aha, gegen uns zwei stinkt jeder Boss ab. Ihr seid so cool, dass man glatt Angst vor euch bekommen könnte. Da hast du recht, Marina. Zum Glück stehen wir alle auf derselben Seite, nicht wahr? Oh mein Gott. Bin jetzt echt auf Tintenflaschenhäufigkeit. Ich hab die schon. Alle, die ich habe, werde ich schon durchaus nochmal nehmen, weil ich denke schon, dass ich noch ein zweites Ding vollkriege. Das wäre auf jeden Fall klasse, wenn ich so immer ein, zwei jeden Run vollkriegen würde. Das würde den Grind etwas reduzieren. Denke ich mal. Okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiter verfolgen wollt. Bis bald. Tschüss.